Wie heißt du? Wie alt bist Ich du? bin Alex, aka, wer ist das? Ich bin 19 Jahre alt. Wo siehst du dich in 5 Jahren, Alex? Ich sehe mich genau in dieser Butze, aber sie ist unsere. Nenne 3 Eigenschaften über dich. Optimistisch, sarkastisch, spontan. Welche Rolle nimmst du in der WG ein? Organisator. Lukas, Wie alt? 21 Jahre alt. Beschreibe dich in 3 Worten. Optional, ehrgeizig, gut gelaunt. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Am Strand mit einem Surfbrett und Carlo, Ben und Alex dabei. In welcher Rolle siehst du dich in der WG? Ich bin der WG-Papa. Wer bist du und wie alt bist du? Carlo Konerding, stramme 19 Jahre. Beschreibe dich in 3 Eigenschaften. Veränderungsbereit. Enthusiastisch, ich habe oft Bock auf Sachen. So. Empathisch. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Da würde ich aus meinem Abi-Buch zitieren. In Rente. Alternativ natürlich glücklich und zufrieden mit vielen Chancen und Möglichkeiten. Welche Rolle hast du in der WG? Ich bin die Organisationsfee, die Küchenmama, die ist mein Baby. Name, Alter? Ich bin Reisinger, 19 Jahre alt. Beschreibe dich in 3 Eigenschaften. Witzig, witzig, witzig. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Reich. Welche Rolle hast du hier in der WG? Stimmungsmacher, Launehochhalter, Organisator, Mutti, alleinerziehende Mutti, alleinwohnend, alles, alles, alles. WG-Challenge vom 29.11. bis zum 5.12. Unter der Woche, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, 6:40 Uhr im Wohnzimmer alle sein und am Wochenende 8 Uhr spätestens aufgestanden sein. Das Challenge ist es, jeder liest ein Buch, was die anderen noch nicht kennen. Am 3.1. kurzen Impulsvortrag. Warum hast du das Buch gewählt? Hat dich am meisten geflasht und was ist dein Handlungsauftrag? Ich hatte keinen Bock, um 6:30 Uhr aufzustehen, aber wenn ich Wichser mich zwingt, um 6:30 Uhr aufzustehen, dann werde ich auch meinen Scheiß machen. Tipp, hält am 1. die Challenge der Woche. Schafft es nicht. Ich habe Carlo noch nie vor 7 Uhr gesehen, dieser Wohnung. Was sagst du wirklich? Schafft's nicht? Ich schaffe es alle, weil wir sind Löwen. Ich werde es nicht schaffen. Das ist natürlich, dass du es nicht mehr schaffen wirst. Also du wirst es nicht, du wirst es nicht schaffen. Was sagen Sie, da schafft die WG-Challenge nicht? Besser. Mir so. Gestern Morgen, 6:30 Uhr, der erste Mann ist ganz. Wenn ich jetzt extra in die Uni gegangen bin, irgendwie. Ich meinen Raum nicht finde, keine Ahnung, Vorlesung. Wir haben mein erstes Mal die Vorlesung von dem Modul gewesen. Keine Ahnung, oder so. Darf ich jetzt wieder nach Hause? McFit, das Cardio, jedes Mal nur zum Studio zu kommen, weil es in der 3. Etage ist. Nichts nach Snooze im Haus. Ich glaube, Jonas Thien hat sein Training angefangen. Wir waren eben eigentlich alles gebunkert, der Wintervorrat da drin. 6:30 Uhr in der Morning. Heinz McFitty. Spotify wird jetzt erstellt. Wir müssen hier alle reinhören. Guck mich an, ich bin ein Kind aus der Siedlung. Ich bin ein Killer, nein, ich bin die Klinge, hau denk nicht, ich bin aus der Übung. Ich bin die Unterführung, wenn sie deine Leute auf Angst vor Problemen meiden, Nigger, ich bin die andere Gegend. Er sagte mir damals, er wollte als Junkie nicht leben und sprang aus dem 10. Hau, ich bin der Grund für deinen Angstschweiß. Man weiß Grund, wo ich herkomm. Die einen sind ertrunken im Brandwein, die anderen sind unten in Stammheim. Die einen Jungs lungern beim Amt und die anderen Jungs rennen noch vermummt in die Bank rein. Die eine war stumm, aber der größte Teil von den Jungs hat gesungen, der Kanzler, ich bin die Kugel. Wir haben 46, keiner von den Jungs ist da. Gegen einen Kandidaten, der ist noch nicht in der Welt angekommen. Ich kann so ein Buch lesen, da ist Spaß. Niklas am Besuchen. Wir müssen jetzt zu Niki joggen, unsere Sachen holen, dann zum Bahnhof rennen. Sportzigarette ist leer. Jetzt Sachen holen. Hater werden sagen, wir haben es nicht geschafft. Baby? Küche ist resettet. Sonntagmorgen. Der Schnurrbart ist ab. Baby sind am Recording. Guckt euch! Guckt euch, Digga, der Mann denkt wirklich für scheißen Geld. Jeder hier friert, damit der Mann hier ein gutes Leben führen kann. Ab ins Fitti, Baby. Und verabredet mit Carlo. Man hat schon
und ein Bread Meal. Und der Obdachlose weiß nicht. Heute ist ein schöner Tag. Meine Schwester hat mich eben angerufen. Lieber Lukas, ich habe Karten fürs Materia-Konzert. Möchtest du mitkommen? Jetzt aber heute du kannst das besser. Schau aus, das gibt's! In die Fresse, bleib jetzt hier! Fick deine Mutter, du